Kriegslied. Ist Krieg, ist Krieg, o Gottes Engel, wehre und rede du da rein. Ist leider Krieg und ich begehre nicht schuld daran zu sein. Was sollte ich tun, wenn Väter, Mütter, Bräute, alle glücklich, nun elend arme Leute, wenn Freund zu Freund und Feind zu Feind ins Grab versammelten sich und mir zu Ehren krähten von einer Leich herab. Was hilft mir Kron noch Macht noch Geld noch Ehr? Die könnten mich nicht freuen. Ist leider Krieg und ich begehre nicht schuld daran zu sein. Mit dem Kriegslied von Matthias Claudius aus dem Wandsbeker Boten eröffne ich nun seit über 30 Jahren jede Veranstaltung. Ich habe es einmal weggelassen und dann sagte Dr. Freitag, Cyrus, es fehlt was. Ja, ich sage, es fühlt sich komisch an, aber meinst du, es nervt nicht? Nein, sagt er, es ist das, was fehlt, was auch der Gesellschaft fehlt. Und Jörg Weißmann würde der Gesellschaft fehlen, wenn wir ihn nicht hätten. Er ist 14 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz geboren worden und 11 Jahre Verschließung der Brotfabrik 1970 in Duisburg-Hamborn. Ein starkes Persönlichkeitsprofil zeichnet sich schon früh aus durch sein Interesse für Geschichte. Er beginnt dann seinen beruflichen Lebensweg mit einem Studium der Rechtswissenschaften in Bielefeld und Münster. Und sein Interesse für Geschichte ist sehr früh ausgeprägt und es entwickelt sich zunehmend, vermutlich in dem Bewusstsein, dass ohne Geschichte schwirren wir haltlos im Universum der Zeit. Und so hat er vor 10 Jahren den Heimatverein Duisburg-Hamborn gegründet, ist im Beirat der Mercator-Gesellschaft, ist Mitglied der christlich-jüdischen Gemeinschaft. Was bedeutet das? Wer war Gerhard Mercator? Das muss ich in Duisburg nicht erwähnen. Es ist immer die Suche nach dem, was mal war. Und da wir auch heute in einer Zeit leben, in der Staaten einen Genozid verüben, Gruppen versuchen, aus dem kollektiven Bewusstsein zu löschen. Und das ist in Deutschland ja auch passiert, 33, 45. Und so begann unsere Reihe mit dem exzellenten Vortrag von Frau Dr. Maximaria Platz und Dr. Kai Thomas Platz aus dem Bereich der Archäologie, wo wir alle nicht sehen würden, sehen die beiden Holzstumpen in der Erde vor einem Haus und sagen, ja, das ist Teil der Laubhütte. Das gehört zum Laubhüttenfest, ein Verweis auf jüdisches Leben, von dem die Nationalsozialisten versucht haben, es für immer auszulöschen. Dass wir hier heute sitzen dürfen, dass Menschen wie Jörg Weißmann in dem Heimatverein, der ja weit mehr ist als ein Heimatverein, es ist schon eine Geschichtswerkstatt, wo alle miteinander Puzzleteile zusammensetzen und Beziehungszusammenhänge, politische und soziale, aufdecken. Das war der zweite Vortrag von dem Magister Thorsten Fischer. Erschreckend die Erkenntnis 1096 im Rahmen der Kreuzzüge von Stephen Runciman, das ist umfangreich behandelt worden, und 1349, große Judenpogrome in Deutschland, und seitdem mussten Deutsche jüdischen Glaubens 3 bis 4 Pogrome im Jahr über sich ergehen lassen. Und auch heute erleben wir, dass vor Synagogen Polizeifahrzeuge stehen müssen, und dort, wo es nicht ist, wie in Halle, erleben wir Szenen, die wir nach 45 in Deutschland nicht sehen möchten. Dr. Ludger Haidt führte weiter aus bis in das Kaiserreich. Erschreckend, man holte zum Arbeiten jüdische Menschen oder Menschen jüdischen Glaubens nach Duisburg. Und wenn die krank waren, wurden die nicht behandelt, dann wurden die zurückgeschickt. Also der Rassismus, der Antisemitismus, der kam nicht schlagartig 1933, das sage ich Ihnen allen, nichts Neues. Das Schlimme ist, dass sich jetzt 10 Jahre NSU
jährt. Und dass der Staatsschutz nicht in der Lage war, aus eigener Kraft dies zu ermitteln, finde ich beschämend und auch schwer zu erklären, Menschen jüdischen Glauben zu sagen, ihr könnt hier in Sicherheit leben. Nein, das könnte ich ruhigen Gewissens nicht sagen. Und dass erst nachdem Mundhaub und Schäpe sich quasi selbst bekannt haben zu ihren völkisch-identitär und rassistisch-rechtsextrem motivierten Mordtaten. Und natürlich ist klar, dass das nicht nur drei Personen waren. Und wenn in einer Stadt wie Esens ein ganzer Stadtrat den Vertrieb von nationalsozialistischen Inhalten deckt, dann muss ich als führender Intellektueller und bildender Künstler Deutschlands leider sagen, wir haben viel Arbeit vor uns, um unser Land zu redemokratisieren und wieder einen intellektuellen Dialog in die Gesellschaft hineinzutragen. Das wird ein schwerer Weg, weil der einzige Impfstoff gegen Rassismus, gegen völkisch-identitäres Denken, den ich kenne, ist die Bildung und die Aufklärung. Von daher Dank an allen Referenten und insbesondere auch Herrn Jörg Weißmann, der hier heute spricht. Sie werden seine Persönlichkeit erfassen in seinem Vortrag. Ich habe ihn kennengelernt bei der Veranstaltung The War. Ich wusste gar nicht, was er machte, aber mir fiel auf, die Fragen waren so besonders. Und so intensivierte sich der Kontakt und dieses Engagement, einen Heimatverein zu gründen und auch den Mut zu haben. Heute gehört ja Mut dazu, über Antisemitismus aufzuklären. In einer Zeit, wo Bürgermeister, Spitzenpolitiker Morddrohungen aus der rechtsextremen Szene erhalten, ist das, was wir hier oder Herr Jörg Weißmann leistet, nicht selbstverständlich und verdient unserer aller Achtung. Ich wünsche uns, dass wir alle, die wir in der Demokratie geboren worden sind, eines natürlichen Todes auch in der Demokratie sterben dürfen. Und dass wir der nächsten Generation Vorbild sind, auch den kleinsten Stammtischparolen sofort zu widersprechen. Denn erst morden Bilder, dann morden Worte und dann gibt es in der Tat Tote. Und da an die nächste Generation heranzutreten mit dem Ansatz der humanistischen Bildung, das dauert 20 Jahre. Und wir werden eine lange Durststrecke vor uns haben, denn der intellektuelle Diskurs in unserer Gesellschaft ist in den letzten 20 Jahren größtenteils verloren gegangen. Wir hatten einen großen Künstler noch, den Siegfried Lenz, der stand in der zweiten Reihe hinter der Politik. Er hat Willy Brandt begleitet auf seiner beeindruckenden Reise nach Warschau. Und Lenz hat gesagt, die Politik muss die lästige Assistenz der Kunst ertragen, denn sonst ist sie zum Scheitern verurteilt. Da ist was Wahres dran. Wir haben seit 20 Jahren Experten. Das mag auch alles gut sein. Aber Experten haben keinen moralisch-philosophischen Überbau. Und das ist genau das, was den Menschen fehlt. Es fehlen an Dialogplattformen. Das sind die Theater, die leider erst geschlossen waren durch Corona. Diese Orte werden sich bald wieder öffnen. Aber die Demokratie zu erhalten, ist nicht Aufgabe des Staatsschutzes, sondern von der Mehrheitsgesellschaft der Gesellschaft. Und aus dieser tritt Herr Weißmann jetzt heraus. Ich bedanke mich dafür, dass du hier bist und denke, wir sehen einem erhellenden und aufregenden Vortrag entgegen. Danke, Jörg.